Die Goldmissionen werden jetzt schon richtig schwer. Ich habe Angst, was noch in Platin kommen wird. Willkommen zurück zu Pilot Wings Resort. Resort nennt sich das ja eigentlich im Englischen. Muss ich mal angewöhnen. Das ist zwar das Resort im Deutschen vom Französischen, aber eigentlich im Englischen heißt es Resort. Mit T am Ende. Ja. So, Zielscheibentour. Wir dürfen ja Zielscheiben zerschießen offenbar. Finde ich eigentlich noch ganz in Ordnung. Ob es mir gelingt, ist die andere Sache. Lasse dich von der großen Anzahl der Zielscheiben nicht aus der Fassung bringen. Oh, alles klar. Umfliege die Luftminen. Na, mal gucken. Beim Gleitflug ist mir das neulich nicht so gut gelungen. Und natürlich wieder landen, wie immer. Ich bin gespannt. 3 Sterne müssen es jetzt mindestens sein. Das könnte lustig werden. Und ich habe mal wieder Angst, den Turbo einzusetzen. Aber das bei Miguel hat beim letzten Mal ja doch ganz gut geklappt, obwohl ich da gefühlt ein bisschen halt zeitlich geschludert habe. Aber es hat ja offenbar dann noch einigermaßen gut funktioniert. Ich hoffe gerade, dass ich keine Zielscheibe übersehe. Oh, shit. Ja, ich glaube, die werden mir schon gut angezeigt. Also ich glaube nicht, dass ich die so einfach übersehe. Ist auch ganz gerne aus recht naher Distanz ballern. Ach, scheiße. Ich sollte den Turbo einfach gar nicht einsetzen, weißt du? Ich sollte ihn einfach gar nicht einsetzen, weil... Ist tödlich. Ist tödlich, wirklich. Turbo ist einfach voll für den Arsch. Macht zwar Spaß, ist aber einfach Hölle. Und jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich dann gleich die Kurve kriege. Ja, ach super. Ach komm, die... Nee, wirklich, das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht so direkt beginnen. Also, ja, waren schon, glaube ich, eine Minute drin jetzt, aber... Nee, das darf nicht sein. Ich muss leider auch einen gewissen Anspruch haben, auch wenn ich mir wünschen würde, ich müsste es nicht haben. Aber das Spiel verzeiht leider nicht viel. Oder wenn man natürlich perfekte Läufe haben will, dann verzeiht es gar nichts und das ist schlecht. Na gut, in gewisser Weise verzeiht es natürlich schon, man muss jetzt nicht mega genau landen, aber eben schon so, dass es trotzdem eine perfekte Wertung ist, ne? So, in der Kurve werde ich keinen Turbo benutzen, so. Habe ich gelernt. So. Da werde ich jetzt auch... Ich werde keinen Turbo mehr benutzen bis dahin, glaube ich. Ich glaube, das ist das Sicherste. Aber ich muss den Turbo halt schon recht früh einsetzen, damit ich auch wirklich auf 100 bin. Also wahrscheinlich bei dem Punkt hier muss ich den Turbo einsetzen. Damit ich rechtzeitig auf 100 bin, wollte ich sagen. Und ich war trotzdem nicht rechtzeitig auf 100, weil ich den doch zu spät eingesetzt habe. Also ein Ticken vor dem Ding muss ich das nehmen. Früh auf die Zielscheibe ballern, damit wir auch rechtzeitig zu den Orientierungspunkten runterkommen. Okay. Funktioniert alles noch ganz gut. Okay, jetzt habe ich Angst vor den Minen. Das ärgert mich richtig mit dieser Temposcheibe, ne? Ist auch echt nicht einfach, die mit dem Flugzeug kaputt zu machen. Okay, 3 Zielscheiben, alles klar. Wenn das am Ende das Einzige ist, was mir fehlt, ne? Muss ich jetzt da lang? Ist das richtig? Ich glaube schon. Ich traue mich nicht, was einzulösen hier. Aber da ist ja eine Temposcheibe in der Mitte, ne? Ach du Scheiße, das ist richtig fies. Das ist richtig fies, weil da muss man jetzt schnell genug sein, damit man hier noch mit Tempo da durchkommt. So, diesmal hat es immerhin geklappt und landen, okay. Also ein bisschen was haben wir verkackt, da haben wir jetzt zweimal, glaube ich, die 5 getroffen, einmal die 10. Oder vielleicht sogar dreimal die 5. Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht mehr. Okay, der Aufprall war jetzt nicht so sanft. Noch nicht so mega gerade und weitentechnisch gut gelandet, aber naja. Vielleicht war es toll gelandet. Es war gut gelandet, okay. Aber es sollte doch für 3 Sterne reichen, oder? Das ist erstmal mein Ziel und das sollte doch hoffentlich, oder? Oh. Oh, okay, gut. Es waren viele Punkte, die mir fehlten, aber naja gut, eine Temposcheibe halt, ne? Die hat schon viel Unterschied gemacht. Eine Zielscheibe. Ja genau, dann haben wir 2x5 erwischt da bei dem Felsen. Zeit war auch nicht optimal und ja, Genauigkeit beim Landen halt. Aufprall ging noch, okay. Oh Gott, also
Allein schon jetzt zu Platin zu kommen, ist doch schon ziemlich, ziemlich knifflig. Ich glaube, ich werde so machen, dass ich versuche, die Mission durchzuballern und dann, ja, dass ich dann halt in den Freiflugmodus wechsle. Und ganz am Ende, dann, wenn ich den Freiflugmodus fast komplett durch habe wahrscheinlich, dann werde ich wahrscheinlich dann zurückkehren zum Missionsmodus und versuchen, alles so perfekt wie möglich zu machen. Also gucken, ob ich alles perfekt wirklich schaffe. Aber das wird schon ziemlich, ziemlich krass. Irgendwann. So, durchfliege, ja gut, lesen wir uns das mal durch. Durchfliege Hain, Höhle und Tunnel und erreiche das Ziel in Schlossnähe. Okay. Düse über einige der berühmten Sehenswürdigkeiten von Ruru Island hinweg mit RL-Bremsen in scharfen Kurven. Okay, das werde ich versuchen. Ansonsten wahrscheinlich nichts Besonderes hier, ne? Ja, alles klar. Ha, dann wollen wir mal. Vor den Jetpack-Aufgaben habe ich sogar noch mit am meisten Respekt einfach, weil man da so schnell in eine andere Richtung gestoßen wird und das dann zeitlich überhaupt nicht mehr hinhaut. Okay, einfach geradeaus erstmal weiter. Okay, alles klar. Ach, scheiße. Ja, wie lässt er mich denn schon wieder raus? Ach, du Scheiße. Aber wir können uns ja auch vor allem in späteren Parts mal anschauen, was denn auf meinem ersten Spielstand, auf meinem damaligen, halt so abgeht. Wo ich da so verkackt habe, also was ich da noch nicht geschafft hatte damals. Ist ja auch mal ganz interessant dann zu sehen. Ach komm! Ach, lächerlich, echt. Okay, jetzt arbeiten. Oh shit. Jetzt muss ich auf jeden Fall mal ein bisschen mit der einfachen Düse arbeiten, aber das darf ich eigentlich auch nicht zu lang, weil sonst Zeit und so. Also es gibt 30 Orientierungspunkte, das weiß ich noch. Boah, ich glaube, man kann hier so godlike sein, aber ich bin's nicht. Ja, super. Wie man auch hier wieder sieht. So, das hat gut geklappt. Der Temposcheibe hier. Ich bin ein super durchtrainierter Tempolümmel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, vielleicht spiele ich jetzt auch nochmal. Simpsons Hit and Run. Ja, ich flieg erstmal an einem Ring vorbei. Ach du Scheiße. Wenn das noch 2 Sterne gibt, ey. 3 gibt's bestimmt nicht. Für so eine Leistung eines Kretins. Das ist ja komplett schrecklich. Und ich bin auch schon 2-mal angedockt. Ja, super. Boah, ich hasse diese verfickten drehenden Ringe. Die sind doch zum Kotzen. Was will ich denn da machen? Hätte ich ewig Zeit, okay, aber habe ich halt nicht. Und der ist auch richtig fies, der Orientierungspunkt. Wenn man theoretisch einfach die Kurve da schneiden könnte. Ohne ihn überhaupt zu sehen. Ja, wie will man denn da ordentlich... Ja, klar, ich könnte hier OLO, aber das bringt mir kaum was. Treibstoff habe ich auf jeden Fall noch genug. Und schwupp. Okay, die Landung war alles andere als sanft. Aber auch, weil ich wieder mit den Richtungen... Ja, super. Also die leichte Düse und dann halt in die entsprechende Richtung lenken, ist dann halt doch zu wenig. Ja, das ist komplett scheiße. Natürlich sind es keine 3 Sterne, das ist komplett klar. Ah, Kapsel und Temposcheiben haben wir hingekriegt. Der Aufprall war mies, die Genauigkeit war ziemlich gut, Treibstoff war gut, Zeit war richtig mies, Strafe war das Schlimmste. Und das können wir leider auch so einfach nicht stehen lassen, weil das reicht leider nicht, um Platin freizuschalten am Ende des Tages. Und wenn wir jetzt schon mal in der Mission drin sind, machen wir das natürlich jetzt auch erstmal direkt auf 3 Sterne, sonst brauchen wir da ewig, um reinzukommen wahrscheinlich. Ja, was heißt ewig, aber ein bisschen Zeit sicherlich. So, noch bin ich nicht angeeckt, aber das kommt sicherlich bald. Gefühlt kann ich, oh shit, gerade ein bisschen besser damit klarkommen. Ja, super und direkt angedockt. Inch den Karma. Bitte, bitte triff, danke. Natürlich, die Respawn-Zeit ist natürlich auch so eine Geschichte, ne? Ja, gut, gut. Nein, nein, nicht zu hoch. Niklas, nicht zu hoch. Ich sitze gerade auch deutlich konzentrierter vom Bildschirm als bisher. Muss ich auch sagen. Ich glaube, ein paar Orientierungspunkte hatte ich auch nicht, oder? 1, 2. Ich glaube sogar hier in der Höhle, den vielleicht sogar. Ja, egal, egal, den will ich jetzt haben. Ich will den jetzt haben. Scheiß auf Zeit.
Ich glaube, Zeit ist wichtiger als dieser eine Orientierungspunkt. Vor allem, wenn ich dafür noch zwei verliere. Super. Zeit. Oh, super. Ja, jetzt lose ich es wieder komplett hier. Ja, komm. Das war doch mittig. Oder war das jetzt nicht schnell genug? Darauf habe ich nicht geachtet. Aber muss ja eigentlich, wenn ich das zerstören konnte. Ach, komm. Was ein Scheiß. Ach so, der bewegt sich ja. Ach, da Kacke. Ja, komm, ich kann es doch schon wieder vergessen. Jetzt laber doch keinen Bullshit. Ich kann es doch schon wieder vergessen. Alles verkackt. Der Anfang sah vielversprechend aus. Dann habe ich wieder alles weggeworfen. Das braucht wirklich volle Konzentration. Also, ganz ehrlich, die Jetpack. Aber was soll denn da? Was soll man denn da machen? Alter! Das ist enger als so eine Nadel. So ein Nadelöhr. Ist doch ekelhaft. Kleine Düse, ja, warte. Kostet dann ewig Zeit. Die Zeit habe ich nicht. Glaube ich zumindest nicht dran. Dass ich mir so viel Zeit lassen könnte hier. Ihr seht ja auch eigentlich immer einigermaßen, oder könntet es zumindest sehen, wie ich die Düse benutze. Also ob ich die normale Düse benutze oder die langsame, die schwache. Aber ich nehme halt schon trotzdem meistens wirklich die normale, starke Düse. Weil es sonst halt einfach viel zu langsam ist. Ganz ehrlich, guckt auf die Zeit. Sie rast. Ich guck gerade sehr angestrengt einfach auf den Bildschirm, ne? Gesund ist er sicher nicht. Ja, gut, 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 gut. Recht gefahrlos hier durchgekommen, diesmal. Ja, sehr gut, sehr gut. Komm, komm, komm. Bitte, bitte, bitte. Nein, Niklas. Nein, mach doch keinen Scheiß jetzt. Ja, super. Ja, komm. Woher, wie soll ich das denn sehen? Ich kann doch nicht hier 24/7 die scheiß Kamera drehen. Ach, komm. Blödsinn. Ich glaube, für dieses Projekt ist einfach auch mein Mikro gerade zu nah an meinem Mund dran. Nee, bitte. Ich brauch den. Hallo, danke. Ja, 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 na ja, wunderbar. Oh Gott, die Zeit ist doch schon wieder. Zeit ist gegen mich. Zeit ist nicht relativ, die Zeit ist gegen mich. Oh shit, bitte, bitte, ja, okay, okay, nein, ja, nein, ja. Wie viel brauche ich eigentlich noch? 10 oder 15%? Ich glaube 10% Treibstoff brauche ich am Ende des Tages noch, ne? Ja, irgendwie. Mit der richtigen Stellung des Mondes. Hat es irgendwie geklappt? Ja, scheiße. Ach du Kacke. Ja, wieder richtig unsanft gelandet. Ach du Scheiße. Okay, ich muss mein Mikro mal ein bisschen weiter wegpacken. Ja, mit dem 3DS hier so, es ist ein bisschen unkomfortabel alles. Es sind 3 Sterne. Fuck you. Ich hau ab hier. Ja, Aufprall war für den Arsch. Und die Zeit halt. Was will ich denn? Wie will ich das denn so schnell durchrushen? Das geht doch gar nicht. Also jetzt mal for real. Einmal habe ich halt eine Kurve geflogen. Ja, da habe ich auch meine Aufprall-Gedöns-Sachen her. Zumindest die eine. Das andere war hier beim Schloss. Das war halt ein bisschen blöd bei der Burg. Aber wie will ich denn das so schnell durchrushen? Das ist doch ekelhaft. So, Flugzustellung. Stoße die Ballons an und stelle so die Kisten zu. Ah, okay, alles klar. Ach du Scheiße. Buxiere alle 4 Ballons zum leuchtenden Bereich über der Queen Peach. Ach, anstupsen. Ich dachte, man muss sie kaputt machen. Ach so, okay. Okay, so ganz verstehe ich die Mission noch nicht. Können die auch wieder aus dem Bereich rausfliegen, frage ich mich vor allem. Das macht nämlich gerade ein bisschen Sorgen. Ich glaube, ich müsste mit dem, oder? Na egal, ich fange jetzt einfach mal mit dem an. Das war wahrscheinlich eine schlechte Idee. Ich würde es wahrscheinlich am besten von links nach rechts machen. Ich hätte mal auf die Zeit gucken sollen. Ja, ja, okay, die verschwinden dann, alles gut. Das ist nur, wobei, da ist die Zielplattform. Ja, dann habe ich jetzt, ich habe alles komplett falsch rumgemacht. Die Idealroute ist es auf keinen Fall. So.
Was steht da drauf? Wuhu Express, alles klar. Die Gorillas von Wuhu Island. Zack. So. Treibstoff sieht noch ganz in Ordnung aus. Das ist potenziell der einfachste, weil er am nächsten dran ist schon. Wenn ich ihn halt nicht komplett daneben... Nein, nicht komplett daneben baller. Was ich gerade ein bisschen tue. Ich weiß nicht warum, aber ich muss gerade an Frisbee-Golf denken. Aus Wii Sports Resort. Langsam ist der Treibstoff aber auch nicht mehr so rosig, wie er mal aussah. Jetzt muss ich halt die Kamera drehen, ne? Kann ich die Kamera auch... Ach so, ich kann die auch so drehen. Ja, okay, aber ob das so sinnvoll ist, ich weiß ja nicht. So, zack. Die reicht doch, oder? Jawohl, okay. Sehr gut. Zeitlich wahrscheinlich wieder nicht das Gelbe vom Ei, aber nun gut. Ich glaube, ich werde jetzt auch nicht mehr mit der Draufkamera nehmen. Mit der Draufkamera landen. Weil die mir doch ein bisschen zu viel Probleme bereitet, abzuschätzen, wie hoch ich bin. Ja, toll gelandet, hey. Aufprall war wahrscheinlich nicht ganz perfekt. Aber die Zeit war dafür komplett im Arsch wahrscheinlich. So 9 oder so bekomme ich bestimmt wieder. 11, ja, guck mal, siehste. Aber hey, das muss für 3 Sterne reichen. Und das reicht mir dann wiederum erstmal. Nee, die Genauigkeit war diesmal tatsächlich das Problem. Obwohl die schon fast perfekt war, meiner Meinung nach. Ja gut, die Zeit war halt wieder mal mein großes Problem. Du fliegst schon eine ganze Weile, kleine Pause gefällig. Nein. Ich habe Sachen zu tun. Verdammt. Ach du Scheiße. Die verlorenen UFOs. Sammle die UFOs und bringe sie zu ihrem Mutterschiff. Oh, haben wir jetzt diesen Zeppelin vielleicht am Start? Oder ist das jetzt wirklich ein UFO, was hier rumfliegt? 1,50. Ja, ich werde bestimmt 2 Minuten mindestens brauchen. 4 unbekannte Flugobjekte wurden auf Wuhu Island gesichtet. Sammle alle 4 Mini-UFOs ein und eskortiere sie zurück zu ihrem Mutterschiff. Am besten fängst du ein UFO, indem du dessen Flugweg kreuzt. Ich mache mir wieder das andere an hier. Hä? 1,50? Das hört sich nicht nach einer Mission an, die ich in 1,50 schaffen kann. Aber gut, ich weiß noch nicht, wo die UFOs sind. Da ist eins, hallo. Also ich habe noch keine Ahnung, was das Mutterschiff ist. Hallo? UFO? UFO! Wo ist denn das hin? Da, hallo. Nummer 1. Bekomme ich irgendwie einen Hinweis oder so? Achso, ja gut. Auf der Karte. Da unten, alles klar. Ja, so tief komme ich jetzt natürlich so schnell nicht. Befürchte ich. Da ist es, hallo. Hallo UFO, danke. Geben die immer 5 oder wie ist das? Okay, da fliegt eins irgendwo hier durch die Straßen. Da ist es. Hallo. Okay. Ja doch, also zeitlich sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Aber ich weiß auch noch nicht, wo das Mutterschiff ist. Ich hoffe, das wird mir auf der Karte schön gezeigt. Hallo, bleib doch bitte stehen. Ist auf jeden Fall eine lustige Mission. Ja, komplett verkackt. Okay. Zu ihrem Mutterschiff. Wo ist das Mutterschiff? Auf der anderen Seite der Insel natürlich, ne? So, wie soll es auch anders sein? Aber muss ich da noch landen, frage ich mich? Oder muss ich auf dem Mutterschiff landen? Oder ich bin... Ach so. Nee, ich glaube, die Mission war, lande auf dem... bringen sie zum Mutterschiff und lande, ne? Also ich muss dann selber irgendwo landen. Ja, da unten. Ich sehe es ja schon. 1,50 könnte aber mit der Landung noch knapp werden, wenn ich da noch hin muss. Ich weiß auch nicht, wie hoch ich jetzt sein muss, ob ich da halb drunter durchfliegen darf. Ja, wahrscheinlich in den Strahl rein, oder? Aber das macht doch Sinn. Würde ich mal behaupten. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht selber eingesogen werde hier. So. Alles klar, so, und die Landeplattform war da unten. Jetzt muss ich halt ganz, ganz viel Höhe verlieren. Und die Zeit wird niemals was, ja. Ui, wer hätte es gedacht? Ach so, stimmt, ich kann nur nach unten bashen. Warum ist mir das gerade nicht eingefallen? Dann kriegen wir zumindest noch einiges an Zeitpunkten. Muss nicht komplett verkacken. So. Ja, okay, Landung war in Ordnung. Ey, das war 29, ich bin noch voll daneben gelandet. Also, von der Mitte aus gesehen. Naja. Nehme ich gerne mit. Jeder Punkt ist willkommen. Ey, das war aber richtig gut. Strafe wegen Kacke sein, ja, ist in Ordnung. Und die Zeit halt, ja. Also ich glaube, das ist eine Mission, die ist jetzt nicht so schlimm auf perfekt. Ich glaube, die kann man noch ganz gut schaffen. Okay.
Dann gibt es die Gleiterausforderung und wir müssen wahrscheinlich wieder das hier machen. So, große Gleiterausforderung. Irgendwas runter, dann durchs Turboportal über den Gipfel, ja. Es wird lustig, glaube ich. Ja, wir starten einfach mal, ne? Die Route sehen wir ja. Die Elemente sollten wir kennen. Und das sind unsere letzten drei Missionen auf Gold. Die könnten wir diesen Part doch eigentlich noch schaffen. 9 Sterne sind noch zu holen. Und dann gibt es beim nächsten Mal schon Platin. Bin sehr gespannt, wie das alles so wird. Ich finde die Musik übrigens echt schön. So. Ich habe heute auch mal überlegt. Ich habe ein bisschen durch 3DS-Spiele geguckt, also geguckt, was es alles gibt eigentlich an Spielen. Ja, das war ein bisschen daneben, das sehe ich komplett ein. Und da ist mir ein besonderes Spiel aufgefallen, nämlich Tekken 3D. Dann habe ich sogar nachgelesen, das soll wohl eine Alternativversion sein, also beziehungsweise es ist Tekken 6 in angepasster Form für den 3DS, also in 3D zum Beispiel. Ich fände es irgendwie auch mega witzig, wenn ich nicht zu geizig dafür wäre, das Spiel zu kaufen. Einfach die ganzen, wo ist denn Tekken, wann kommt mal wieder ein Tekken-Let's Play, die einfach mal zu trollen und einfach Tekken 3D zu spielen, weil es ist theoretisch offenbar Tekken 6. Then again, habe ich keinen Bock auf so eine Pixel-Grafik. Da will ich schon was Ordentliches sehen. Und, na, das ist es jetzt leider nicht so. Aber witzig wäre es irgendwie. Und ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht auch tatsächlich mal, oh shit, 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 Professor Layton vs. Ace Attorney spiele. Also hier das Crossover mit Phoenix Wright. Habe ich damals mal ein Let's Play zugeguckt, allerdings wurde das nie beendet, deswegen weiß ich auch gar nicht, wie das Spiel ausgeht. Und das ist... Oh, ich erinnere mich, glaube ich, gerade genau an diese scheiß Turbo-Plattform. Ich glaube, ich erinnere mich daran und ich glaube, da hatte ich mega Probleme. Also es würde mich nicht wundern, wenn ich bei dieser Mission kein Perfekt habe auf meinem alten Spielstand. Ich glaube, das hat mich schon immer richtig, richtig getriggert und vor Probleme gestellt, weil ich nie wusste, wie ich genug Tempo sammeln soll, dass ich diese Plattform durchbrechen kann. Ich glaube, da hatte ich immer Riesenprobleme. Und ich stelle mir auch gerade wieder die Frage, wie soll ich denn da so viel Geschwindigkeit zusammenkriegen? Also ich glaube, das wird ein richtiges Problem werden, die Turbo-Plattform zu bekommen. Also die Tempo-Plattform gedöns, dieses Tempo-Ding. Doch, ich erinnere mich sehr, boah, ja, die Mission habe ich ewig, ja, die habe ich sehr, sehr oft gespielt. Ich erinnere mich. Die habe ich so oft gespielt, diese scheiß Mission. Ach du Kacke, ja, ja. Vielleicht sogar für die 3 Sterne, aber mindestens mal fürs Perfekt. Die ist sauschwer. Die ist sauschwer, die Mission. Ja, gelandet, aber halt nicht gut, ja, ja, okay. Also 3 Sterne werden es wahrscheinlich nicht, oder? Würde mich jetzt wundern. Aber die Zeit war super. Immerhin. Okay, pass auf. Noten, ja, habe ich auch ziemlich verkackt. Aber das Schlimme... Moment mal. Ach da, die Temposcheibe, genau. 30 hätte die Temposcheibe halt gebracht. Die wäre halt schon verdammt, verdammt wichtig. Ja, Noten, ganz ehrlich, geschenkt. Das sollte ich eigentlich easy hinbekommen, wenn ich das jetzt nochmal mache. Beziehungsweise ist halt nicht so schwer, die einzusammeln, aber... Junge, dieses Tempo-Ding. Frag mich was Besseres. Meine Strategie jetzt ist eigentlich, den ganzen Rest perfekt hinzukriegen, also auch die Landung und so. Damit ich diese 30 Punkte quasi noch nicht brauche. Ne? Weil ich echt keine Ahnung habe, wie es sonst gehen soll. Ich weiß auch nicht, ob man hier vielleicht immer mal wieder runter oder hoch oder was hier die beste Strategie ist. Ich glaube, man verliert halt zu viel Tempo, wenn man nach oben lenkt. Deswegen sollte man vielleicht eher so ein bisschen dagegen lenken, nach unten. Ach stimmt, aber die habe ich auch verkackt, ne? Die habe ich auch nur... Genau, ja, fuck. Die hatte ich auch nur zur Hälfte vorhin. Das heißt, die geben schon immer nur 20, aber halt 30 gerade habe ich verkackt, weil ich die eine nur zur Hälfte erwischt habe. Ja, ja, okay. Oh Gott, ja, so krasse Flashbacks, ne? Diese Mission, mein Gott, ich habe die hoch und runter gespielt. Also hoch, weil ich sie immer wieder neu angefangen habe und runter, weil das im Endeffekt die Mission ist. Ich muss runterfliegen. Schwimmt runter! Und zack, so, passt wieder. Bei der zweiten verkacke ich bestimmt wieder. Ich bin schon wieder zu weit links. Scheiße. Ich finde es wahnsinnig schwer, da weit genug rechts zu sein.
Jetzt habe ich auch Kontrollpunkte hier verpasst. Also ich sag mal so, wenn ich gleich diese Temposcheibe da unten wieder überhaupt nicht treffe, dann kann ich es eigentlich schon vergessen. Weil besser werde ich dann nicht. Wobei ich die Landung ja schon hart verkackt habe, aber ich glaube, das kann ich mir nicht alles erlauben, diese ganzen Fehler. So, ich werde es mal ein bisschen nach unten lenken, in der Hoffnung, dass das was bringt. Aber ich kann es absolut nicht sagen. Ich versuche jetzt hier recht gemäßigt runter zu fliegen. Wie viel brauche ich denn dafür eigentlich? 150? 150 glaube ich, ne? Versuch vielleicht mal kurz vorher nur runter und dann... Ne, 125, okay. Warum habe ich denn da so Probleme gehabt? Okay, die ist ja doch recht machbar. Okay, keine Ahnung, was ich da so für Probleme hatte. Also das hat jetzt gut geklappt. Meine Güte. Gar nicht erwartet. Also ich habe immer ein bisschen runtergelenkt hier im Aufwind. Weil der Aufwind bringt mich ja wieder nach oben. Aber das Runterlenken bringt mir theoretisch ein bisschen Tempo. Vielleicht war das die Lösung. Und halt nicht so früh runter. Ah, ich bin leider ein bisschen schräg jetzt. Die Zeit war vorhin perfekt, ne? Ja, und jetzt kriege ich den Ring nicht. Ach komm, jetzt scheitert das an diesen Kleinigkeiten. Die ich jetzt gerade offenbar überhaupt nicht hinkriege. So, und hier muss man jetzt gut nach oben lenken. Das kann man nämlich auch, weil... Ja, okay, nicht zu viel. I see. Man muss die erste Note halt hinkriegen. Ja, okay, mal gucken, was es wird. Würde ich mal sagen. Gerade war ich viel zu schnell noch unterwegs hier. Das sieht jetzt auch nicht so perfekt aus. Perfekt gelandet. Okay, es zählt tatsächlich nur, wo man stehen bleibt. Gut, weiß ich jetzt auch mal Bescheid. Es zählt nur, wo man stehen bleibt. Vielleicht wusste ich das auch schon und hab's wieder vergessen. Würde ich auch nicht ausschließen. Aber das ist natürlich trotzdem immer noch viel zu wenig, weil ich jetzt schon wieder viel zu viel anderen Kram liegen gelassen habe. Verdammt. Jetzt frage ich mich halt, ob wir das jetzt noch wirklich in dem Part versuchen sollen. Ich meine, ich habe ja bisher auch nicht darauf Wert gelegt, einzelne Schwierigkeitsgrade irgendwie in einzelne Parts konkret zu packen, so. Deswegen ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber die Mission würde ich eigentlich schon noch gerne erledigen. In diesem Part. Aber es kann natürlich schon sein, dass es noch einige Versuche dauert. Ich kann es nicht einschätzen. Jeder Versuch ist eigen. Und ich kann es jedes Mal wieder woanders verkacken. Jetzt am besten gar nicht links, rechts technisch so irritieren lassen und einfach schön gerade durchfliegen. Jawohl. Orientierungsmodul habe ich bisher auch alle. Das sieht jetzt erstmal noch ganz... Ja, scheiße. Fuck. Nee, nicht so. Oh Gott. Da war ich jetzt richtig, richtig blöd positioniert. Von der Höhe her. Und bin einfach geradewegs gegen so eine scheiß Mine geflogen. Warum fliegen die einfach... Die schweben einfach mitten in der Luft. Ohne dass sie sich überhaupt irgendwie bewegen. Das macht gar keinen Sinn. Was soll der Quatsch? Von wem ist das Spiel eigentlich? Das ist nicht von Nintendo direkt, ne? Ist das nicht auch wieder von Bandai Namco? Namco Bandai, wie auch immer rum? Oder so? Oder ist das wirklich von Nintendo selbst? Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist Woohoo Island, aber auf der anderen Seite... Ach, keine Ahnung. Fragt mich nicht. Ich bin mir da gerade echt unsicher. Oh Gott, das war knapp, aber obenrum scheint tatsächlich gut zu funktionieren. Besser als erwartet, möchte ich sagen. Da kommt jetzt wieder so eine Tempoplattform, oder? Nee, kommt tatsächlich nicht. Nee. Aber dieser drehende Ring, der auch tückisch sein kann. Passt. So. Ein bisschen nach unten lenken teilweise. 125 müssen wir erreichen. Ach so, shit, da oben ist ja noch eine Plattform. So ein Ringgedöns. Ach, das hatte ich vorhin auch gar nicht. Weil ich gar nicht so hoch war. Ja, okay. Dann war vielleicht auch das Problem. Dass ich dadurch quasi schon zu früh zu tief war. Kann das sein? Oder irgendwie entgegenlenken musste. Irgendwie sowas könnte vorhin das Problem... Ja, okay. Okay. Ja, scheiße. Okay, jetzt verstehe ich die Schwierigkeit doch wieder. Ich hatte vorhin einfach diese ganzen Scheiben gar nicht. Ach du Scheiße. Ja, okay. Ärgerlich. Es sieht so aus, als könnte ich persönlich gerade immer nur eins von beiden schaffen. Okay, ja, okay, jetzt sehe ich die Schwierigkeit wieder. Okay. Diesen Ring habe ich da oben vorhin einfach komplett nicht gesehen. Auch wenn ich mich schon gefragt habe, so, hä, war hier nicht vorhin mal irgendwas? Sieht so leer aus. Ja doch, da war schon was.
Ich hab's halt nur in dem Run verkackt. Ah, okay. Das hatte mir also so krass gefehlt. Oh, ich bin ein bisschen schief. Nicht zu hoch. Jetzt halt nach oben hängen. So, ja, das ist an sich gut. Das ist an sich gut, ja. Passt. So, und jetzt wieder gut landen, so wie gerade am besten. Apropos gerade, wir sollten ein bisschen gerader werden. Hm? Oh, nicht perfekt vom Aufprall her. Trotzdem noch gut gelandet. Da kommt noch ein bisschen Zeit dazu. Oh, aber reicht das jetzt für 3 Sterne? Ja, das reicht für 3 Sterne, komm. Nein! Ach komm! Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in dieser Mission und das könnte noch ziemlich, ziemlich haarig werden. Bis dahin. Ciao.